haben die Stiftsdüner? Naja, alles gut. Was passiert vor? Wie ich gestern gesagt habe, würde ich heute dich mit dem Moped um die Stadt fahren. Aber ich habe eine andere Nachricht meines Chefs bekommen. Tut mir sehr leid. Kann ich mit dir für heute nicht ausgehen? Vielleicht kannst du das allein machen? Alles in Ordnung, Fuchs. Ich kann das allein machen. Und wenn möglich, kannst du eine Stadtrundfahrt mit Seom um die Stadt machen? Wo ist Seom? Und Seom ist wie Taxi fahren. Du bewegst dich sehr frei mit dem Moped und nur eine Person wird getragen. Es wird sehr billiger und interessanter. Das klingt gut. Und wenn du willst, kann ich für dich Seom anrufen. Das ist sehr nett von dir, Fuchs. Vielen Dank. Ja, bitte. Tschüss. Bis Abend. Gott sei Dank, du bist da. Und wie geht es dir heute? Oh, sehr gut. Aber heute bin ich sehr überrascht. Das muss ich immer verrückt haben. Zum Beispiel, was wünschst du? Warum gibt es so viele Mopeds auf der Straße in Vietnam?
etwas ungewöhnlich gesehen. Meine liebe Lehrer und Freunde, das Thema des Projekts von unserer Gruppe ist Verkehr in Vietnam. Und wenn wir diese Film machen, haben wir viele Schwierigkeiten. Zum Beispiel am Essen ist der Drehbuch. Wir wissen nicht, was wir machen sollen, um in richtige Richtung zu gehen. Und wir mussten zweimal das Drehbuch verändern. Das meiste ist die Zeit. Wir beschäftigen uns mit unserer eigenen Arbeit. Aus diesem Grund haben wir so wenig Zeit, sich zusammen zu treffen. Wissens, wir mussten 4 oder 5 Tage verbringen, um die Stadt herum die Sender zu drehen. Und wir haben so viel Angst davor, dass die Fans uns schlagen würden. Gott sei Dank, wir sind noch da sicher. Und in einer Seite, wir haben nicht nur viele Erinnerungen, sondern auch viele neue Erfahrungen. Zum Beispiel in der Gruppe arbeiten oder Ärger in der Brücke. Und manchmal haben wir uns nicht verstanden, aber es ist kein Problem und alles ist in Ordnung. Zusammenfassend versuchen wir am besten. Und wir hoffen sehr, dass ihr damit zufrieden seid. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss!